wie auch beim Abstellen der Figuren einfach ein Ton oder etwas abgespielt wurde. Es war nicht immer der gleiche Ton. Was bei Life is Strange die Gitarrenmusik ist, ist dann wohl bei Tell Me Why einfach Klaviertöne. Sind dann einfach Klaviertöne. Hier gibt es die Melodie, die man auch aus dem Hauptmenü kennt. So im Groben, wenn man hier jede Figur findet und abstellt und hintereinander abspielen würde. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Tell Me Why. Die große Frage wird jetzt wohl bald geklärt werden. Die Fratze, ey. Das ich meine nicht alles. Nicht. Was soll das mit der Tiara? Keine Ahnung. Die Prinzessin trug nie eine Tiara in den Bildern, die Marianne mit uns malte. Irgendeine Idee, wie der Code lauten könnte? Nein. Bevor wir raten, sollten wir wohl gucken, ob Marianne einen Hinweis hinterlassen hat. Das ist ein L. O-S-E? L-I-S? Nee, gibt's nicht. Oh, mit Zahl. Ein I gab's jetzt nicht, dann könnten wir... Ein S gibt's, wenn das Lösungswort L-I-S wäre. Das wär's. Das würde Steph versuchen. Okay. Lesen. Hier kann man nicht lesen, ne. Eines Tages. Da steht was von der Tiara. Ist das eine Spiegelung? Das ist auf dem Boden gemalt. Boah. Was für eine Arbeit da drin steckt. Das ist so krass. Überhaupt, wie der Dachboden aussieht. Und dass das Dach dicht geblieben ist, das hier... Naja, Sam hat ja reife Arbeit geleistet, unter anderem. Boah, draußen pfeift der Wind. Hier sieht's unglaublich gemütlich aus, als wäre es hier richtig schön angenehm warm. Wo ist denn Heizkörper? Draußen pfeift der Wind, eigentlich müsste es hier arschkalt sein. Aber es wirkt so scheiß warm, so gemütlich. Die Geschenke des alten Bären an die Prinzessin. Warum sind die Bilder vom Buch der Kobolde hier? Ich weiß nicht. Hat er immer die ja kaufen gehabt? Eines Tages nahmen sie die Tiara und floh in den Wald. Berühren. Oh, anfassen. Wie geil. Machen wir zum Schluss. Am Ende geht ja noch irgendwas kaputt. Oder es geht hier weiter. Wir gucken erstmal alles an. Die Ausbesserungsliste der steinalten Biberdame. Hey. Ich will versuchen, dieses hier zu lösen, bevor wir uns an die anderen machen. Dazu kommen wir später. Lösen wir erst das hier, okay? Okay, dann erst ein anderes. Die Beute der listigen Kobolde. Hey, ich will versuchen, dieses hier zu lösen, bevor wir uns an die anderen machen. Ihre grausamen Eltern sperrten sie in ihr modriges Schloss. Kann man auch anfassen. Die guten Taten der listigen Kobolde. Hey, ich will versuchen, dieses hier zu lösen, bevor wir uns an die anderen machen. Es war einmal eine junge, hoffnungslose Prinzessin. Prinzessin? 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 Princess steht oben. Prinzessin. Erkennst du das? Ja, wie in der Geschichte, in der die Kobolde den wilden Jäger austricksen. Sieht so aus. Aber es ist anders, oder? Sieh mal im Buch nach.
Jetzt wird's dunkel. Hier ist das. Warum hat sie das Bild wohl geändert? Ich weiß nicht. Vielleicht als Botschaft, damit uns diese Unterschiede irgendwas sagen? Etwas über Mary Ann, meinst du? Weil sie die Prinzessin ist? Ja. Versuchen wir alle zu finden und einen Sinn darin zu erkennen. Da fällt jemand ins Wasser. Okay, finde die Unterschiede. Es bewegt sich. Oh, manche von diesen Teilen sind Knöpfe. Boah. Oder doch nicht? Hm. Keine Kobolde. Ja. Oder nicht? Ah, ich klicke nicht so oft, weil dann werden Sachen unterbrochen. Jetzt steckt hier auf dem Dachboden noch ein Mechanismus dahinter. Das ist ja wie bei dem Schloss von der Tür von ihr. Bloß noch vier ausgefuchster. Die Fratze ist die gleiche. Die Bäume sind auch sehr ähnlich. Der Pilz. Nee, auch Baum. Da sind die Kobolde weg. Die Lotusblume ist gleich. Hinten fehlt das Schloss. Eine Hand taucht ins Wasser, hier nicht. Der wilde Jäger hat hier noch zwei Hände. Also war das entweder bevor die goldene... Ach, ich der... Fürstin ihm die Hand abschnitt oder nachdem er sie zurückerhielt. Dann trägt es sich entweder vor oder nach den meisten Geschichten zu. Ja, irgendwann während ihrer Flucht vor... was auch immer der wilde Jäger ihr bedeutete. Der Alex Gershwin. Findest du, sein Lächeln sieht anders aus? Sieht dieser Ast etwas anders aus? Weiß nicht. Nee, der Ast ist praktisch gleich. Das Selbst Schloss. Wenn der Ast ein bisschen anders ist. Ich denke nicht, dass das irgendwas bedeutet. Dann wäre er markant anders, wenn er anders wäre. Zwei Sternchen, die sehen schon etwas anders aus, aber grundlegend würde ich es so lassen, das Schloss auf jeden Fall noch. Warum hat sie wohl das Schloss im Hintergrund hinzugefügt? Siehst du die Farbe der Flagge? Das könnte zur goldenen Fürstin gehören. Sieht aus, als würde die Prinzessin davor fliehen. Also ist Mary Ann von zu Hause weggelaufen. Und kommt aus einer reichen Familie? Da ist was zum Ziehen fürs Licht, ne? Oder? Eine rosa Blume. War die im Originalbild? Ich will aber hören, was... Gut. Es ist nichts. Tyler dazu sagt, oder was Allison dazu sagt. Schon was rausgefunden? Fertig. Nee, ich überleg noch. Ich hatte ja einen Zahn weniger. Der wilde Jäger. Wobei, die Sterne sind schon anders. Hier ist der Stern halt unter dem Ast. Und da ist halt das Schloss. Ist das hier ein zusätzlicher Stern? Oder bilde ich mir das nur ein? Der ist einfach nur woanders. Schon was rausgefunden? Fertig. Ich stehe total auf dem Schlauch. Also erstens ist der Titel anders, oder? Oh, ich habe da jetzt gar nicht mehr geguckt wegen Lesen. Naja. Ah, es ist nicht der gleiche Titel. Würde das als Unterschied durchgehen? Dann hebe ich aber das Sternchen auf an der gleichen Stelle, ist es nicht, aber... Das hängt wohl mit dem Schloss zusammen, denn das Ding ist ja bestimmt... Ist ja schon ganz schön groß, muss ja irgendwie in einen Baum passen. Das ist nur ein Stern. Ohne Bedeutung. Schon was rausgefunden? Nee, ich überleg noch. Fügte sie die Blumen hinzu? Ist das sowas wie verlorene Unschuld? Sie ist aber da.
Ich wollte hören, was du noch gesagt hast. So langsam wird es aber wirklich albern. Oh. Schon was rausgefunden? Ich glaube, wenn wir es haben, dann klingt es wieder ein, also oder? Also erstens ist der Titel anders, oder? Ja, haben wir schon ausgewählt, Allison. Hier muss es irgendwie noch Klick machen, bis es hier wirklich richtig fertig ist. Denn wenn wir jetzt was anderes machen wollten, dann gibt's von Alice eine Ansage. Hey, ich will versuchen, dieses hier zu lösen, bevor wir uns an die anderen machen. Dann berühre ich hier erstmal andere Sachen. Anscheinend tut sich da nichts. Vielleicht ist es kaputt. Dann sind wir mit dem großen Bild noch nicht fertig. Das Teil sieht beweglich aus, aber es klemmt. Wird wohl erst aktiviert, reaktiviert, wenn wir das große Bild gelöst haben. Okay, finde die Unterschiede. Hier ist das. Warum hat sie das Bild wohl geändert? Ich weiß nicht. Vielleicht als Botschaft, damit uns diese Unterschiede irgendwas sagen? Etwas über Mary Ann, meinst du? Weil sie die Prinzessin ist? Ja. Versuchen wir alle zu finden und einen Sinn darin zu erkennen. Ja, fehlt jemand, ne? Hinterm Baum gucken, aber... Oh. War das die ganze Zeit schon da? Wollte ich gerade sagen, aber es hat mit den Kobolden zu tun, weil hier ins Wasser, ne? Muss ich mir nochmal angucken. Die Prinzessin flieht vor dem wilden Jäger. Den jetzt laut knackt's. Der Geschichte die goldene Fürstin geschickt. Das ist das. Wow. No. Was ist da drin? Tyler, siehst du das Licht? Wir müssen das wohl so als nächstes lösen. Wer baut denn sowas? Die Mary Ann. Das ist eigentlich ein Spruch, der bei Lara Croft kommt. Wer baut denn sowas? Krass. Bilder, Briefe. Hast du die je zu Gesicht bekommen? Alle Bilder, die ich von Mary Ann kenne, sind die, die an der Wand hängen. Kaum zu glauben, dass sie Ballett gemacht hat. Mary Ann. Und gut war sie auch noch. Gott, das passt ja gar nicht zu ihr. Lesen wir jetzt den Sockel oder den Brief? Ich glaube den Sockel. JBAC, Jacksonville Ballett Wettbewerb. 1978, erster Platz. Amala Arnetts Talentwettbewerb. Gewinner 1979. West Carvina Ballett Olympiade, zweiter Platz. Oh, armes Ding. Warum bewahrt sie hier eine alte Zeichnung eines Haustiers auf? Mein Vögelchen Polly. Ich werde dich für immer vermissen. Polly. Ah, die letzte Sammelfigur. Die goldene Fürstin. Das war eindeutig ihre Mutter. Also kommt Marianne aus einem reichen Elternhaus? Scheint so. Wäre nett gewesen, etwas davon abzubekommen. Okay, dann nur eine Sammelfigur verkackt. Boah, bin ich erleichtert. Trotzdem, gerade an der Stelle, wo ich... Das war halt nicht die Scheune. Nach dem räudigen Bisam. Wusstest du, dass sie Maschinenbau studiert hat? Nein, aber sieht aus, als sei sie zu bildende Kunst gewechselt. Ja, ich glaube sowas nicht, dass halt sie wirklich gewechselt ist. Der Antrag ist nicht unterschrieben und er ist zerknittert, als wollte ihn jemand wegschmeißen. Gemacht hat sie es dann trotzdem. Also das mit dem künstlerisch sein. University of California, Berkeley. Antrag auf Ummeldung des Hauptfachs, Semester Herbst, Jahrgang 1984. Name des der Studierenden Mary Ann Ronan. Matrikelnummer 7122818. Telefonnummer diese da. Adresse 710 Lucky Lane. Wohnung 3C in Kensington, California in 94707. Ursprüngliches Hauptfach Maschinenbau. Neues Hauptfach Bildende Kunst. Unterschrift des der Studierenden. Unterschrift des Betreuers, der Betreuerin des neuen Hauptfachs. Ein Künstler und Umweltaktivist. Yep,
Das klingt wie die perfekte Mischung für Mary Ann. Umwelt vor Wirtschaft. Mit einem Herzchen bei dem Typen. Ist das der Gershwin? Wow, ich glaube, ich habe sie noch nie so jung auf einem Bild gesehen. Ich glaube, das im Hintergrund ist ihre Mutter. Passt auf, dass sie auch alles richtig macht, oder ist die Lehrerin? Hat den Handy in der Hand? Passt da eigentlich gar nicht in die Zeit, das Dunkle da in der rechten Hand? Von ihr aus gesehen. Marian. Ich kann das nicht mehr. Du verdienst mehr als klischeehaften Quatsch, wie es liegt nicht an dir, sondern an mir. Aber um ehrlich zu sein, war alles einfach zu viel, um damit klarzukommen, und ich habe festgestellt, dass ich noch nicht bereit bin. Vielleicht hätte es anders ausgesehen, wenn wir mit all dem alleine hätten fertig werden können, ohne den ständigen Druck deiner Mutter. Aber jetzt ist es nun mal, wie es ist, und vermutlich zu spät, um daran etwas zu ändern. Es tut mir so leid, du bist ein toller Mensch und du hast mich zu einem besseren Mann gemacht. Ich hasse mich dafür, das zu tun, aber ich denke, dass wir beide besser dran sind, wenn wir uns trennen. Und schon komme ich wieder mit Klischees um die Ecke. Bitte bleib, wie du bist. Hier aber dennoch fort, Brent. Ist das der Typ da unten im Herz? Ist anzunehmen. Kann dieser Typ nicht Klartext sprechen? Können wir mal anrufen. Aber schön, dass hier erst ein Kommentar kommt, wenn man den Brief in Anführungszeichen weglegt, also gelesen hat. Nicht schon vorab, dass man da gespoilert wird. Tyler, siehst du das Licht? Wir müssen das wohl als nächstes lösen. Welches Licht? Erstmal was abgeben. Fürstin Schloss, ja. Guck mal, was frei ist. Die goldene Fürstin bleibt in ihrem Schloss gefangen. So. Die goldene Fürstin. Die sieht ja nett aus. Ganz schön pompös. Die goldene Fürstin ist die grausame Mutter der Prinzessin. Sie schickte den wilden Jäger, um das Mädchen zurück in den Palast zu treiben. Der Gershwin sollte sie in den Palast treiben? Nee, ist ja der Papa. Nee, ist der wilde Jäger. Ach Mann. Zuck. Erstmal ein O einstellen. Moment, welche Farbe? Blau, ne? Blau, gelb. Das ergibt 1 Million Möglichkeiten. Es geht wahrscheinlich schneller, wenn wir nach Hinweisen suchen. Leo heißt das Wort. Unten liegt eine Brechstange. Warum brechen wir sie nicht einfach auf? Nein! Was? Nein! Oh, Tyler, nicht immer aufbrechen. Kannst du nicht was das zu bedeuten hat? Ich habe genug von ihren Rätseln. War ein E dabei? Ja, scheiße, ich hab's schon gelöst. Upsala. Jetzt habe ich mir das Rätsel genommen. Ich wollte es aber mal eingestellt haben. Es war halt eine Vermutung. Naja, zweiter Durchgang wird kommen müssen. Wurde es gerade dunkler hier drin? Boah, die Mechanik, wer baut denn sowas? Das Blöde ist, ich hätte das echt sein lassen sollen. Ich hatte eine Vermutung, da stand meine Voreinstellung mit LOL. Der letzte Buchstabe ist ein E. Hey, probier doch mal Leo aus. Letzte Buchstabe ist ein O. Probier doch mal Leo aus. Dann ist das auch noch Leo. Das ist dann wohl der Papa oder der wilde Jäger, sein Name? Oder Leo Löwe? Das Blöde ist, wir werden jetzt nicht in die anderen... Da wird auch was drin sein in den anderen Rätseln. Scheiße. Nein. Ein zweiter Durchgang muss kommen. Eine Babydecke? Ollie, sie hat das gemerkt. Ich war ihr Sohn.
Okay, das wird interessant. Meine beiden Lieben, Allison und Ollie, wir schreiben Geschichten, um zu verstehen und verstanden zu werden. Aber welche Geschichte kommt schon ohne ersten Akt aus? Es tut mir leid, dass ich meinen so lange vor euch geheim hielt. In Liebe an meine Kobolde. Warum hat sie ein Foto von diesem Baum versteckt? Ist das da, wo wir hier Barzahlung klar gemacht haben? Da wird wohl die Antwort sein auf alle Fragen. In einer weiteren Truhe? Was? Wer ist das? Ein drittes Geschwisterchen. Leo Ronan? Sie hatte vor uns ein Baby? 2. Dezember 1992 bis 31. Januar 93. Gott, er war noch so jung. Wir hatten einen Bruder. Warum hat sie nie von ihm erzählt? Warum hat sie alles verheimlicht? Naja, weil es total schrecklich ist. Darum. Allie, meinst du, es war richtig, das zu öffnen? War es. Es ist besser, wenn wir Bescheid wissen, auch wenn es schwierig ist. Und es gibt noch was, das wir sehen müssen. Bist du sicher? Ja. Die anderen beiden Rätsel, bitte jetzt nicht herausgehen. Bitte nicht. Komm schon, gehen wir zum Pier. Nein. Bringen wir es hinter uns. Nein. Oh Mann. Hey, jetzt da wir mit den wichtigen Sachen durch sind, können wir es vielleicht hiermit versuchen? Aber... Scheiße. Naja, das macht den zweiten Durchgang umso interessanter, aber Mann. Die Ausbesserungsliste der steinalten Biberdame. Das ist die Geschichte, in der ein Sturm das Haus der Prinzessin beschädigt und die Tiere helfen, es zu reparieren. Ja, wie haben sie es nochmal repariert? Wo war der Sturm? Da gibt's ja noch eine Hexe. Hä? Es wurde jetzt nichts angesagt und ich habe jetzt auch nicht die Geschichte erkannt anhand der Bilder mit dem Haus. Das war mit dem Kuchen, als die sich den Kuchen geschnappt haben. Neue Freunde, da können sie ja noch nichts repariert haben. Da gibt's Wärme. Moment. Ja, so nicht. Was ist denn das da? Ach so. Okay. Wolkengeheimnishüterin. Da plaudert wer was aus. Die Ausbesserungsliste der steinalten Biberdame. Ah, Moment, das Bild da oben. Da oben rechts das kleine. Hier. Der Pfahl. Stimmt, da wurde er gerichtet von ihr. Okay, was muss repariert werden? Nachtshaus, Sturm, ließ die Schindeln auf dem Dach und die Bretter an den Wänden klappern. Entfernen. Struktur. Steckte Schrank. Ganze Haus einstürzen. Nächsten Morgen. Schwer beschädigt. Schindeln vom Dach. Bretter aus den Wänden gerissen. Und sogar einen der Pfähle verbogen.
Nur die drei Sachen? Die ersten beiden, und dann kam die Biberdame. Draufklicken geht wieder nicht, dann muss ich halt zwingend C drücken. So, Pfahl, Fundament, Knirschen, Pfahl, immer noch Pfahl, sind bloß die drei Sachen, ne? Ach, ich drück schon wieder auf C. Die kluge Prinzessin, also mit der Maus. Biberdame, Stirn, Teil des Dammes, unversehrt, sehr geschickt, Dinge zu bauen, mein Haus, Sturm beschädigt, den Kerl reparieren, ja, könnte ich, deine alte Hand. Vielen Dank, die drei Sachen. Bretter, Wände, Schindeln da und sogar Pfahl. Ach, was repariert werden muss. Sie hat die Dachschindeln repariert. Sie hat die Bretter repariert, die der Sturm rausriss. Sie hat den Pfahl mit ihrem Okay. Jetzt hat er sich selbst nicht ausreden lassen. Verdammt. Das muss hart gewesen sein für Eddie. Ja, er spricht wirklich nicht gern über sie. Liebe Marianne, du hältst jedes Mal die Ohren zu, wenn ich diese Unterhaltung mit dir führen möchte, also dachte ich, dass ich mit einem Brief bessere Chancen habe. Ich weiß, dass du keine Abschiede magst, darum halte ich meine melancholischen Ausschweifungen kurz und bündig. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du dich in den letzten Monaten um mich gekümmert hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend es für dich gewesen sein muss, dich um eine kranke alte Frau zu kümmern, wenn du gleichzeitig zwei Kleinkinder zu Hause hast. Ich weiß, du wünschst dir, dass ich diese Krankheit weiter bekämpfe und auf Genesung hoffe, aber es war schon immer eine meiner Stärken zu wissen, wann es Zeit ist, loszulassen. Und diese Zeit ist nun gekommen. Ich möchte dich um einen letzten Gefallen bitten. Kümmerst du dich bitte um Eddie, wenn ich fort bin? Mein armer Junge mag sich sturig geben, aber ich weiß, dass er leidet. Ich wäre so viel beruhigter, wenn ich wüsste, dass er noch eine Familie hat. Vielleicht könnte er den Kindern beibringen zu angeln? Er verbringt so gerne Zeit mit ihnen. Danke für deine Herzlichkeit und den Frieden, den du in mein Leben gebracht hast. Gib den Kleinen ein Küsschen von mir, ja? Carol. Die guten Taten der listigen Kobolde. Na klar, die Kobolde halfen den Geschöpfen im Wald, weil sie der Pelikandame was schuldig waren. Und was haben sie getan? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. Bienenstock fallen gelassen und Pieks. Prinzessin hatte umarmen? Hatte nicht mehr Bauchweh? Füttern? Bienenstock. Ah, der Bär und hier und das Helfen der Biberdame. Kratzen. Dorn entfernen. Sagt mir gerade gar nichts mit Dorn entfernen bei Froschli. So, Pelikandame auf dem Stein. Die Partei. Eis. Diebe. Freunde gemacht. Die Hexe. Da. Auf dem Stein. Verlasse den Speicher, ist die Hauptaufgabe. Eines Tages suchten sie nach das S-Bahn, Pelikandame, Fels, Schnabel, reiches Buffet heute. Ja, sei Egel, nehmen. Kann man sie auch auswählen? Nee. Die Kobolde schlangen die Krabben hinunter. Fertig waren, fragte. Wir müssen nach den guten Taten also am Ende gucken. Sie fanden stiller Rücken, also kratzen, ja.
Ist das aber jetzt schon der Anfang von den guten Taten? Gerne mit euch Gegenleistung folgen und bereit etwas anderen zu geben. Da verstanden die den Kobold, das Ganze, ja. Elchkratzen ist das Erste, okay. Als Nächstes der Bär, Honig, Bienenstock fallen. Okay. Und schließlich die Prinzessin, weinte, umarmen, okay. Sie haben den Bienenstock für den Bären aufgebrochen. Sie umarmten die Prinzessin, als sie weinte. Sie haben dem stattlichen Elch den Rücken gekratzt. Geschafft. Diesmal hat er sich ausreden lassen. Wie anders unsere Leben jetzt wären, hätten sie ihre Freundschaft nicht versaut. Das Pelican Crossing ist eine hochwertige Geschenkboutique. Pelican Crossing. Nahe des O'Shea Gletschers, die sich sowohl an Touristen des Gastineau-Kanals als auch an Einwohner von Dallas Crossing richtet. Unser hochqualitatives Produktsortiment umfasst Accessoires für das eigene Zuhause, handgemachte Andenken, personalisierte Bekleidung und lokal hergestellte Kunst. Das Pelican Crossing wird als erstes Geschäft zwischen der lebhaften Kunst- und Handarbeitsszene und den Endkunden vermitteln. Neben einer großen Auswahl an handgefertigten Produkten werden Kunden sich an dem freundlichen und kompetenten Kundenservice von Tessa Wecky, Mitinhaberin des Wecky-Ladens, und der Nachwuchskünstlerin Mary Ann Ronan erfreuen können. Dieser Businessplan ist darauf ausgelegt, Finanzmittel in Höhe von 20.000 US-Dollar für den Kauf von Lagerbeständen und zur Deckung der Ausgaben im ersten Betriebsjahr zu erhalten. Im ersten Jahr soll die Gewinnschwelle erreicht werden und für das zweite Jahr ist ein moderater Gewinn geplant. Aber man sieht's kaum, es gibt eine Seite 2. Ich arbeite an der Zusammenfassung unseres Businessplans. Was hältst du davon? Tessa. Schon beim nächsten, noch gar nicht den Brief gelesen. Die Geschenke des alten Bären an die Prinzessin. Von der Geschichte weiß ich gar nichts mehr. Was hat er ihr nochmal geschenkt? Warum schauen wir nicht im Buch nach? Ein Hoch auf das Buch. Geschenke für die Prinzessin. Lotusblüte? Bärenstrauch? Büsche? Blätter? Noch mehr Büsche? Und ein Wolf. Eine Wolke. So, nee, das sind nur die beiden. Nichts mit Geschenken zu tun. Die Partei. Eis. Wo das Zuhause des Bären gemobst wurde. Da hat er der Ziege in Not geholfen. Nö. Nee. Hat man gerade erst. Oh, jetzt wird's aber eng. Oh. Jetzt gucke ich mal nach den Überschriften. Dann war das doch da vorne. Dann steckt das bloß im Text drin. Also hier Seite 2 dann. Stimmt das Bild? Ja. Hier dieser... das lange Eis am Stier. Das hier. Das ist eine Eistüte. Ja. Was hat er für sie gesammelt? Es war einmal Quaken hören und sie alle waren glücklich.
Eines Tages unbekannte Besucherin zum ersten Mal. Jägermann. So lange alleine schöpft. Quaken. Ich brauche einen Ort. Verstecken. Quak. Quak. Immer noch Quak. Wenige Sprünge, dann entschwunden. Mein einziger Wunsch ist, noch sprechen könntest. Der wilde Jäger. Hä? Der Bär taucht hier noch gar nicht auf. Obwohl hier auch eine Bärentatze ist. Der Bär und die Prinzessin. Wo war ich denn da jetzt? Oh. Ich bin... Ich glaube, ich habe meinen Fehler erkannt. Ich bin aus dem Tagebuch raus und dann gleich wieder rein. War die letzte geöffnete Seite? Auf jeden Fall war es falsch. Pranke, Hilferuf, Bär, Sache, Angelegenheit, Drang, Jagd, Prinzessin, Sah, Schönheit, Knotte, Bulte, Abermals, Dickicht. So, Futterpranken, Furcht. Frage, nur gerecht gestanden. Ich werde dich nicht fressen. Gerne begleiten, erwidert. Nach diesem Tag, gelegentlich Geschenke, so. Lachs, Bären, Hasenglöckchen. Wieder drei Sachen. Na nu, drei Sachen in einem Videospiel. Nein, ist doch eine Geschichte. Immersion und so. Ist alles passiert. Nix Videospiel. Lachs, Handvoll, Bären und Hasenglöckchen. Ja. Ist hier der Bärenstrauch gemeint? Dieses gepflückte Gerippe hier? Das ist das Hasenglöckchen, oder? Das Weiße? Oh. Ein frisch gefangener Lachs? Ja, danke, Teil, dass du sagst. Was ist das? Eine Handvoll reifer Bären? Ja. Hasenglöckchen. Vielleicht ein paar Rosen? Nee. Oder nicht? Nee. Ein frischer, blühtes Hasenglöckchen? Ja. Yes! Mann, er hatte es schwer. Konnte einfach nicht loslassen. Tut mir leid, dass ich dir einen Zettel unter die Tür schiebe, als sähst du im Gefängnis. Geht's dir gut? Ich war diese Woche kurz da und habe ein paar Mal geklingelt, aber du hast nicht reagiert. Ich konnte das Licht auf dem Speicher sehen, also dachte ich, dass du da bist, aber nicht reden willst. Hat auch der Sam geschrieben. Ich hoffe, ich habe nichts versaut. Ich habe mir da wahrscheinlich ziemlich viel rausgenommen, aber die Sache ist die. Ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mit einer Frau wie dir reden soll. Du bist stark und gutherzig und du weißt so unheimlich viel, dass ich kaum hinterherkomme. Ich glaube, das alles ist mir zu Kopf gestiegen. Aber ich wollte dir sagen, dass ich dich verstanden habe. Ich werde mich dir nicht mehr aufdrängen und es... Ja, der Bär. Und es braucht sich niemand schlecht dafür zu fühlen. Wir können uns auf der Straße begrüßen oder nicht. Das ist in Ordnung. PS, ich habe gemerkt, dass dein Auto ein Leck hat, also habe ich es mit etwas Dichtungsmittel geflickt. Du solltest es aber vielleicht trotzdem in die Werkstatt bringen. Sag Bescheid, wenn du möchtest, dass ich mitkomme, weil die Typen ab und zu versuchen, einen abzuzocken. Wenn nicht, kein Problem. Sam. Na, das Bild finde ich doch. Die Beute der listigen Kobolde. Das ist aus Die Prinzessin und die zwei Diebe. Das hab ich doch gemalt. Und ich weiß, dass ich diesen Kuchen gemalt habe. Der wohl zweifellos das Beste an der Zeichnung ist.
Na klar, Picasso. Dann weißt du bestimmt noch, was die Kobolde geklaut haben. Hm? So. Was haben sie denn geklaut? Freunde, Besucher entdeckte großen Wald. Brauchte Zeit. Tages dickten Schneedecke. Vielleicht waren es Vögel. Plötzlich auch kleine Gegenstände. Löffel und Teller, Gabel, Messel, was? Entdecken. Also, das komplette Besteck und Teller, sowie Decken. Das ist ein Löffel. Haben Sie vielleicht Löffel geklaut? Ja. Eier, Sachen. Okay, ich muss noch weiter gucken. Decken. Gibt es einen Dieb? Spuren, Schnee. Teppiche. Aus einem großen, aus einem Früchten. Also Eier auf keinen Fall. War der Kuchen unten noch zu anzuwählen? Decken und Kuchen. Haben Sie Süßes geklaut? Oder nicht? Oder nicht? Ja, Pfade, Geburt, Leben. Ah, ein paar Früchte, Nüsse und Eier. Oh, okay. Vielleicht Obst von der Prinzessin. Früchte. Ich bin ziemlich sicher, dass sie Eier geklaut haben. Das ist es. Ich habe mich immer gefragt, wo das Bild geblieben ist. Sie meinte, es sei ihr Lieblingsbild. Und eines Tages war es einfach weg. Weil es dann hier oben gelandet ist. Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt. Die schönste Prinzessin. Gut, dann hätten wir das. Aber zwei Sachen fehlen. Oh Mann. Ja, ich hatte halt die Vermutung, dass es Leo sein könnte. Ich wollte es mal reinhauen. Kam mir halt gerade in Sinn. Aber ich hätte es doch lieber lachen lassen sollen. Naja, im Nachhinein ist man gerne mal schlauer. Zumindest hofft man das. Und dann müssen wir das halt im zweiten Durchgang angehen. Aber es ist halt schade, dass es jetzt fehlt, das Wissen, was wir dann vielleicht schon mitnehmen könnten zu Beginn des zweiten Durchgangs, um dann vielleicht andere Sachen schon eher zu begreifen. Naja, ändern kann ich es nicht mehr. Ich könnte in der Zeit reisen. Nee, Tornado. Ich könnte meinen alten Spielstand laden, aber dann müsste ich die Folge wegschmeißen. Nee, wir machen das schon einfach im zweiten Durchgang. Je mehr wir da noch zu entdecken haben, umso besser, wenn auch ungewollt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.